Ich möchte das nicht. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem schlimmsten Video, was ich hier jemals gemacht habe und machen werde wahrscheinlich. Und ich frage mich, warum ich das überhaupt mache, aber ich weiß warum, weil ihr es wolltet. Ich bin sehr spät auf der Party, aber ich bin gekommen, obwohl eigentlich keine Partys. Es geht heute um die One Dip Make-Up Challenge, Freunde. Niki Tutorials hat ein Video gemacht, Soph, das Nails, Julina, Marvin. Es gibt sehr, sehr viele Videos. Ich verlinke euch ein paar immer unten in der Infobox. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, vielleicht habt ihr schon gesehen. Es ist eine Challenge, wo man nur einmal ins Produkt reingehen darf und das aufs Gesicht geben darf. Ihr kennt mich. Ihr kennt mich mittlerweile sehr, sehr gut und ihr wisst, dass dieses Gesicht zu 99% aus mehreren Schichten Concealer alleine schon besteht. Guess what? Not today. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich habe euch gefragt auf YouTube im Community-Tab, was wollt ihr sehen? Entweder die One Lip Make-Up Challenge oder eine Review zur Natasha Denona Palette. Und da ich das so ein bisschen unfair fand, eigentlich diese Frage zu stellen, aber ich ein ganzes Video dazu, es lohnt sich fast nicht mehr, dachte ich mir, machen wir einfach beides zusammen. Ich benutze die Palette und wir machen diese Challenge. Und ich bin echt gespannt, wie ich hiermit klarkomme. Ja, ihr seht, ich bin da, mehr oder weniger. Ich sehe auch so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, ich fühle es. Und wir machen heute einfach diese Challenge. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich habe keine Ahnung, ob es funktionieren wird. Aber ich habe Lust und ich bin richtig gespannt. Der Look, den ich im Kopf habe, keine Ahnung, ob wir ihn hinkriegen mit den Produkten, die ich im Kopf habe. Aber wir probieren das jetzt einfach aus. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich habe nämlich gesehen, dass 38,7%, ich kenne meine Zahlen, noch nicht meinen Kanal abonniert haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das jetzt an dieser Stelle einmal nachholen würdet. Und falls es euch gefällt, könnt ihr auch gerne das Video mit euren Freunden oder euren Freundinnen teilen. Das hilft mir natürlich am meisten. Und jetzt geht es los, Freunde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir sehr viel Deckkraft brauchen und sehr viel Pflege, aber nur mit Sachen, die sehr, 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 sehr speziell sind. Also wir brauchen gute Produkte, die das auch mit einem Dip oder einem Pumpstoß schaffen. Und deswegen. Gott, was mache ich hier eigentlich? Fange als erstes mit Primer an und ich benutze heute den How Cosmetics Primer. Das ist das Indigo Child Pearl Shine Elixier. Ich habe einen Code Maxim oder Maxim 10, glaube ich. Das ist irre des Zeugs, aber das kennt ihr schon. Und einen Pumpstoß habe ich jetzt genommen, ne? Also das reicht und beim Primer finde ich, ist es in Ordnung. Ich benutze eh nicht so viel Primer. Ich arbeite mir das jetzt hier einfach einmal ein und ich weiß nicht, was ich hier tue. Okay. Ich habe hier irgendwas. Ein Finger, würde Danny jetzt sagen. Ah, da ist das. Primer ist einmal drauf. Ihr seht, es hat so einen leichten lilanen Touch und lilanen Schein. Der kommt so ein bisschen durch die Foundation durch. Sieht immer sehr, sehr schön aus, finde ich. Und jetzt mit der Foundation. Ich habe hier wirklich viele Foundations vor mir stehen. Ich überlege nur gerade, was benutzen wir? Wir wollen ja schon eigentlich das realste Ergebnis haben, oder? Ich könnte ja jetzt auch eigentlich cheaten, ne? Und eine BB-Cream schon mal drunter nehmen. Aber nein, 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 das machen wir nicht. Wir benutzen heute eine meiner liebsten Foundations für den Alltag. Und das ist die Make-Up Revolution XX Foundation. In der Farbe. Na, wo bist du? FX9. Mein Gott, ich kann nichts mehr sehen. Ich freue mich, wenn meine Augen endlich fertig sind. Also das Ziel ist es, nur einen Pumpstoß zu benutzen. Und. Nee. Da ist noch was. Das hier. Das reicht normalerweise für meine Stirn. Gott sei Dank habe ich heute meine 20-Finger-Stirn hinter einem unauffälligen Bandana versteckt. Die Foundation ist recht full coverage, deswegen benutze ich erstmal einen Pinsel, um mir das Produkt ins Gesicht zu geben und arbeite es mir dann mit einem Schwamm ein. Ich hasse es. Okay. Ah, vielleicht. Ah, komm, ein bisschen mehr. Aber guck mal, ich habe noch ein kleines bisschen hier drauf. Nagelt mich bitte nicht auf den Regeln fest. Vielleicht hätte ich auch einfach nur einmal mit dem Pinsel reingehen dürfen, aber Freunde, ihr kennt mich. Also, das ist ja schon wirklich eine Zumutung hier. Aber schaut mal, guck, oh, doch, Mensch.
Mit dem Pinsel geht es halt auch sehr gut, weil der saugt halt eigentlich gar kein Produkt auf. Na gut, je weiter ich das Ding hochziehe, desto weniger Produkt habe ich auch. Deswegen ziehen wir es gleich wieder runter. Okay, ich würde sagen, das war's, ne? Ich nehme jetzt eigentlich brauche ich ihn gar nicht, weil ich habe so wenig Produkt im Gesicht. Aber wir gehen jetzt hier einfach nochmal rüber. Verlinke ich euch einmal unten mein eigener Beauty-Schwamm. Oh, ich liebe die Vibes hier eigentlich gerade. Okay. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Nein, ihr braucht mir das nicht. Doch, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, aber macht es mal bitte nach. Macht es bitte nach und schreibt mir dann gerne bei Instagram eine Nachricht und sagt mir euer Fazit morgen, wie ihr es geschafft habt, ob es bei euch funktioniert hat und ob es vielleicht ein besseres Ergebnis ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar gar nicht so schlecht aussieht, weil man ja weniger Produkt benutzt. Aber weniger ist ja nicht mehr. Also bei mir nicht. Okay, Foundation kann ich dann auch wieder wegstellen. Ist okay. Also die Foundation ist eine Full-Coverage-Foundation. Sie hat jetzt das abgedeckt, so wie ich eigentlich meine BB-Cream aufbauen würde. Aber ist okay. Concealer. Jetzt müssen wir auch hier überlegen, welchen Concealer wir benutzen. Wir nehmen passend dazu den XX Revolution Concealer. Der ist nämlich auch sehr deckend und farblich passend zu der Foundation. Ich darf hier jetzt nur einmal hier raus. Der ist fast leer. Das ist halt das Problem, ne? Eins. Zwei. Ich nehme alles, was hier dran ist. Wirklich alles. Aber das war es dann auch schon fast. Aber guck mal, der kommt noch so ein bisschen. Kommt noch. Wahrscheinlich, ich sehe schon die Kommentare mit. Maxim sieht tausendmal besser aus, wenn er weniger Produkt benutzt. Can't relate. Auch das ist so. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben und mitzählen, wie oft ich gesagt habe, das wird nichts. Hilfe oder warum mache ich das ja eigentlich? Das ist nämlich hier mein Natural Alltag. Also, das ist mein Make-up, um ins Bett zu gehen, so ungefähr. Trag niemals Make-up. Puh. Okay, den kann ich jetzt mit dem Schwamm aber einmal ausarbeiten. Der hat halt auch wirklich eine gute Deckkraft. Ist es gecheatet? Aber nee, eigentlich nicht. Ich probiere ja nur mein eigenes Leben zu... Leben nicht... mich zu retten. Es wird. Das, ich sag immer, und das kennt ihr ja mittlerweile, wenn die Base nicht gut aussieht, dann brauche ich gar nicht weitermachen. Aber das ist okay. Okay, wir setten das Ganze. Das ist so ein bisschen schwierig. Nee, eigentlich gar nicht. Wir nehmen das Anastasia-Puder. Ich habe einmal reingedippt. Und wir dippen jetzt auch nur einmal mit dem Tati Blende voll. Hier rein. Das soll ja so gleichmäßig es geht werden. Puh, okay, mit dem Rest, den wir hier dran haben, setten wir dann halt jetzt auch unser Gesicht, weil wir dürfen ja nicht mehr in Puder gehen. Aber das Puder ist ganz gut. Also ich finde es unter den Augen zum Baken nicht so in Ordnung. Das ist so mein Pre-Baking-Puder. Das ist schon wieder so extra, dass ich ein Puder vorm Baking-Puder benutze. Aber guess what? Es funktioniert bei mir. Also ich nehme meistens das, um einfach schon mal so ein bisschen die Oberfläche zu setten und dann bake ich, um das Ganze aufzuhellen. Heute nicht. Wir sind blass, wir sind bleich. Ich bin errötet vor Scham, Wut und Trauer. Und es geht weiter mit Contouring. Und da benutzen wir etwas, was halt sehr pigmentiert ist, weil da brauche ich jetzt ein bisschen, ich sehe aus wie ein Pfannkuchen. Von Dior, diesen Blush, es ist kein Blush. Und ich gehe hier mit so einem kleinen Mini-Pinsel rein. Das reicht aber. Ich klopfe sogar ab, freiwillig. Schaut, pop, grau. Das ist krass, das Ding. Also, ich habe das seit fast 2 Jahren und das ist immer noch crazy. Da ist noch so viel dran. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass ich mit Bronzer halt nicht viel retten kann. Ich konturiere meistens mit einem Bronzer. Aber da ich ja nicht so viel Bronzer nehmen kann, gibt mir das hier schon mal so ein bisschen Dimension. Okay, wow. Da geht noch was. Cheekbones, damit ein Flugzeug drauf landen darf. Yes. Gut, okay, Blush. Ist jetzt die Frage. Wir machen erst Bronzer. Und da benutze ich auch einen, der sehr pigmentiert ist. Aber welchen? Ich schaue hier immer runter, weil hier ist meine Schublade. Ich habe gestern aufgeräumt. Ich habe gestern 2 Stunden hier oben gesessen und aufgeräumt. Schaut mal bei Instagram vorbei, da seht ihr die Story, glaube ich, sogar noch. Wie es hier aussah. Katastrophe. Okay, wir machen erst einen Bronzer. Und da benutze ich von... hier... der Charlotte, den Airbrush Bronzer. Ich liebe den. Und den größten Pinsel, den es gibt. Weil, guess what? Mein Gesicht ist groß und ich habe... ich bin ein Fuchs, ne? Darf ich so swirlen? Oh, hit the pan! It's a lot.
Vielleicht nehme ich doch was hier aus der Challenge mit raus. Und mit dem Rest gehe ich einfach an meine Stirn, ganz schnell, damit ihr meine 20 Finger Stirn nicht seht. Ich sehe auch ein bisschen aus wie Naruto, glaube ich. Aber meine Haare gehen mir so auf den Sack. Ich will sie mir grau machen lassen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich es machen soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Seht ihr einen Unterschied zu sonst? Wahrscheinlich nicht, oder? Blush, 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 Blush. Da können wir heute mal wirklich ein bisschen softer gehen. Und zwar benutze ich meinen liebsten Blush von BH und Mrs. Bella. Das ist eine Kombination aus allen dreien. Aber darf ich nicht, wir nehmen nur einen. Mit dem Code MAXIM10 spart ihr 10% aufs ganze BH Cosmetics Sortiment. Falls ihr euch wundert, warum ich das immer wieder sage, ist, weil manchmal schauen auch neue Leute zu und ich will halt, dass ihr alle ein bisschen Geld sparen könnt und ihr unterstützt mich natürlich auch. Es wäre gelogen, wenn ich es nicht sagen würde. Okay, wir haben den Blush Brush und gehen in die Farbe hier in der Mitte. Das reicht. Das ist das Schöne, wenn man so super pigmentierte Produkte hat. Ich sehe mich schon wahrscheinlich, werde ich den Rest meines Lebens, weil mir gefällt es gerade extrem gut, nur noch die One-Dip-Challenge in meinem Gesicht machen. Okay, Blush ist drauf. It's cute. Ich liebe es. Der hat so einen leichten Glow mit drin, was das Ganze so ein bisschen besser macht, wenn wir Highlighter benutzen. Denn auch da dürfen wir natürlich nur einen Swipe benutzen. Und da nehmen wir den krassesten, den ich hier gerade liegen habe. Meiner ist da hinten und ich bin jetzt ehrlich gesagt zu voll aufzustehen. Wir nehmen den hier von Catrice. Das ist der More Than Glow Highlighter und ein Brush von Essence. Seht ihr das? Es reicht. Wow, I stand. Kann sogar noch ein bisschen was auf meine Nase geben. Und hier. Okay, Freunde, die Base ist fertig. Ich habe euch jetzt mal ein kleines Stückchen näher geholt, damit ihr euch das Spektakel einmal ansehen könnt. Ich muss sagen, also ich müsste ein bisschen mehr Puder unter den Augen auftragen. Ich finde, es creased so ein bisschen. Aber der Rest der Base ist nicht schlecht, oder? Wir machen weiter mit den Augenbrauen und da habe ich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ganz ehrlich, normalerweise benutze ich einen Augenbrauenstift. Aber wie soll ich das machen? Deswegen benutzen wir eine Pomade. Ich habe jetzt hier die von Rival Loves Me. Ich bürste einmal ganz kurz meine Augenbrauen durch. Und ihr wisst ja, ich habe hier hinten so ein kleines Stückchen abgemacht, damit ich ein bisschen mehr Form geben kann. Und ist schon ein Crack drin. Darf ich auch wieder swirlen? Oh nein, sie ist vertrocknet. Aber könnte klappen. Atmen. Du schaffst das. Hauptsache, sie ist einfach schon vertrocknet. Was bin ich denn für eine Maus? Ja, ne? Also, ist halt jetzt so Natural Brow Day. Gruß geht raus an meine liebe Celia von Benefit. I'm sorry. Ja, ich würde sagen, es war nichts, ne? Pinsel ist, da ist nichts mehr dran. Ja, ist ein Witz. Okay, ja, hat jetzt nicht so gut geklappt, würde ich sagen. Aber wir hoffen, dass Natascha hier so ein bisschen was rettet. Ich hatte schon mein Video damit angefangen zu drehen und saß dann davor und dachte mir so, das ist eigentlich total ein Quatsch, weil ich habe mich so geärgert darüber. Die ist wunderschön, die Palette. Versteht mich bitte nicht falsch, aber ich habe nur eine matte Farbe, die ich benutzen kann. Das hier, das ist für mich nichts. Also, das sind ganz, ganz wichtige Farben. Oh nein. Oh, ich bin so dumm. Ich habe schon meinen Fingernagel reingeditscht. Das ist wichtig, die Farbe in einer großen Palette, wo ich viel blenden will oder so. Aber in so einer kleinen Fünferpalette brauche ich kein Weiß. Dann nehme ich einfach ein Puder. Es wird jetzt ein sehr softer Look, deswegen geben wir Gas bei den Lippen. Ich nehme jetzt hier einen Pinsel von Kisu Beauty und gehe in die Farbe hier. Oh. She's pigmented. Ich würde gerne abklopfen, weil es ist extrem viel hier dran, aber ich habe Angst, dass ich dann alles verliere. Oh. Ich gebe mir erstmal das Pigment grob hier auf mein Lid. Mhm. Und dann verblende ich das. Gleich mit dem Pinsel, weil wir haben keine Zeit und nicht genug Farbe, um hier nochmal mit einem sauberen Pinsel auszublenden. Hauptsache 25 Euro für eine Lidschattenpalette ausgegeben, die ich... Aber ist wieder Augenentzündung? Muss ich damit auch meinen unteren Wimpernkranz machen? Oh nein. Das ist mir jetzt ganz viel Zeit,
um wirklich das ganze Pigment, also ich möchte, dass der Pinsel am Ende wieder weiß ist. Aber es geht gut. Also die Farben sind halt sehr pigmentiert, das ist aber keine Überraschung. Auch die Schimmertöne, da mache ich mir gar keine Sorgen, dass ich damit irgendwie Probleme habe. Deswegen habe ich mich ja auch ehrlich gesagt so ein bisschen dafür entschieden. Und ich dachte mir, es passt ganz gut, weil für die Leute, die gerne eine Review dazu sehen wollten, passt es. Und ich ganz ehrlich, ich brauche keine Review für eine Lidschattenpalette mit 5 Farben machen. Da bin ich nach 2 Minuten fertig. Aber sie ist gut. Also das, was ich jetzt hier so sehen kann. Habe ich Fallout unter den Augen? Okay, ja, ist halt jetzt süß und sehr zart. Aber schaut mal, ich kann das komplett bis nach hier oben alles ausblenden. Und mit dem Rest gehe ich dann hier hin. Und im Prinzip könnte ich dafür jetzt diesen weißen Ton benutzen. Aber der wird bei mir nichts bringen. Der wird das alles nur aufhellen. Wir nehmen jetzt meinen Finger und gehen nur einmal hier in diesen Schimmerton rein. Das ist eine sehr schöne Farbe. Sieht so ein bisschen aus wie Günstmaus aus meiner Palette. Sekunde. Das gebe ich hier auf mein Lid für einen leichten Touch of Bewegung. Ich muss das jetzt kurz... Wartet mal. Ich swatche jetzt mal kurz. Ich nehme auch noch mal die matte Farbe. Das ist einmal hier Natasha. Und jetzt hole ich mal meine Palette. Welche ist das? Das ist so ein Misch aus Boyfriend und Günstmaus. Beide an meinem Finger. Ja, Günstmaus ist ein bisschen heller. Ja, okay, schaut euch das mal an. Also oben haben wir Natasha Denona und unten haben wir meine Palette. Wenn ihr meine Palette habt, ich verlinke es euch. Es gibt noch ein paar bei Douglas unten. Braucht ihr die Natasha Denona Palette nicht, weil ihr habt schon 2 von 5 Farben und die helle Farbe habt ihr eigentlich auch mit Color Match. Ist ein sehr zarter Look. Ich würde jetzt, wie gesagt, immer noch genauso ins Bett gehen. Ich habe die Vermutung, dass die Lippen entweder alles retten oder alles zerstören, aber ich habe hier einen Liquid Lipstick gefunden von Lethal Cosmetics. Das ist die Farbe Nemesis. Nemesis, ja. Und die ist schwarz, aber die hat so einen leichten roten Schimmer mit drin, der 1:1 die Farbe von mir aus Günstmaus ist. Also falls ihr meine Palette noch nicht habt, Freunde, ich sage es jetzt nochmal ganz kurz für die, die vielleicht neu sind. Sie ist bei Cosmetic for Less ist sie ausverkauft, bei Catrice ist sie auch schon ausverkauft. Es gibt dann keine mehr, ne? Also alles, was jetzt noch bei Douglas und bei DM ist, das war's dann. Einmal hier. Schwarz. Schwarz ist schwierig, aber es könnte cool werden. Yes. Okay, jetzt sehe ich auch so ein bisschen aus, als würde ich nachts gerne auf der Straße tanzen. Okay, aber es reicht. Okay, love it. Mascara, da ist eigentlich egal, weil da benutze ich eigentlich immer nur einen Lip. Und da benutzen wir, meine Liebste aus der Drogerie im Moment, die Rival de Loop Better Than Yours Mascara. Ein Dip. Bop, den Rest machen wir sogar ab. Und dann schauen wir mal. Nun gut. Aber irgendwie, ich sehe aber auch so ein bisschen aus wie so eine... Wenn ich mir jetzt hier so eine Träne oder ein Herz machen würde, I stand. Okay, wow, das sind Vibes, die ich nicht geplant habe. Und das ist einmal der fertige Look. Ich lasse das Ganze jetzt antrocknen. Ihr müsst jetzt mit diesem Punkt leben. Ehrlich gesagt finde ich es gar nicht schlecht. Die Foundation hat natürlich vieles gerettet, der Liquid Lipstick auch. Aber was sagt ihr? Würdet ihr mit einer One-Dip-Make-Up-Challenge klarkommen? Es ging gut. Ich hätte mir natürlich mehr Mühe beim Lidschatten geben können mit mehr Produkt. Aber das beeindruckt mich tatsächlich schon sehr, dass das fast identisch ist. Und völlig ausreichend im Vergleich. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Challenge sagt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!